Ja, Thomas, also vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Magst du uns kurz ein paar Fragen noch beantworten? Wie lange kennst du Sitzvolleyball? Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich bin ja schon seit 10 Jahren dabei. Ich habe das damals in Hamburg beim internationalen Sitzvolleyballturnier, damals auch dem Werner von Siemens Cup, mal mitbekommen. Da war ich Sanitäter noch beim Roten Kreuz und habe es mir ja betreut, das Turnier, und war sofort angetan von dem, ja, von dem Sport, wie schnell der ist, wie dynamisch der ist, wo ich vorher gedacht habe, Sitzvolleyball, das hört sich ja ganz schön langweilig an. Es ist das Mitmachen, es ist die Herausforderung, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen so einen Sport zu machen, ganz unabhängig davon, ob man jetzt behindert ist oder nicht. Ich sage immer, ich als Zweibeiner bin der Behinderte auf dem Platz, weil ich immer ein Bein zu viel habe und die anderen sind eigentlich viel, viel schneller. Ich muss mich ziemlich anstrengen. Unser Motto hier in Hamburg ist auch auf einer Linie stark. Das ist einmal die Angriffslinie bei uns, aber auch die Augenlinie. Wir sind alle auf einer Augenhöhe, wenn wir gemeinsam auf dem Platz sitzen. Und das motiviert einfach wahnsinnig. Und das ist eine Riesenherausforderung. Ich denke, ihr habt das heute auch gemerkt beim Training. Ja, absolut. Also wir haben ja heute mitgemacht und haben uns dann schon beim Aufwärmtraining gefragt, wie fit die eigentlich auch alle sind, ne? Wie stark die mitmachen. Und dann gerade in die Bewegung. Sitzvolleyball denkt man ja, man sitzt nur und die Bewegung ist natürlich eine ganz andere. Man ist diesem ständig hin und her. Das ist, hat wirklich auch Spaß gemacht. Also es ist auf jeden Fall dann auch ein Leistungssport, wenn man es wirklich leistungsmäßig betreibt. Wir sind die einzige Mannschaft hier im Norden. Die großen Leistungsträger in Deutschland sind die Mannschaften aus Leverkusen und Leipzig, die das wirklich auch ja, fast profimäßig machen. Also das ist noch ein großer Leistungsunterschied zu uns. Wir möchten uns auch gerne aber verstärken hier bei uns im Norden. Freuen uns über jeden Spieler, der zu uns kommt und die Sportart mal ausprobiert. Egal, ob mit zwei Beinen, mit einem Bein oder gar keinem Bein, ist völlig egal. Wenn man schon mal ein bisschen Volleyball gespielt hast, ist es natürlich sehr, sehr gut, weil man schon eine gute Technik braucht. Und dann geht es an die, ja, ans wirkliche Training, wie man sich im Sitzen bewegt, die Rumpfmuskulatur, die Arschmuskulatur. Das ist ja ganz spannend. Das ist jetzt hier gesehen, man muss ein Netz aufspannen, man braucht eine Sporthalle. Woher denkst du, kommt das, dass es eigentlich so wenig angeboten wird? Weil im Prinzip könnte jeder Verein das den Menschen anbieten. Wieso denkst du, ist das noch nicht so populär? Was müsste man da noch verändern? Es sind einfach zu wenige Vereine. Es sind jetzt vielleicht 5, 6 große Vereine in Deutschland. Wir hier in Hamburg sind der einzige in ganz Norddeutschland. Unsere Spieler kommen aus Verden, aus Kiel, aus Schleswig, fahren 140 Kilometer eine Strecke zum Training. Da gehört auch sehr viel ja, Passion dahinter. Und ja, je mehr Spieler wir vielleicht bald werden, desto attraktiver kann man den Sport auch in Hamburg gestalten. Ja, was könntest du Leuten empfehlen, die sich jetzt für das Thema interessieren? Kommt uns besuchen, habt keine Angst, keine Berührungsängste. Es geht bei uns ganz normal zu, manchmal auch ziemlich tough. Also es gibt hier keine Unterschiede zwischen uns. Jeder kann vorbeikommen, das ausprobieren. Keiner beißt hier. Thomas, vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften heute. Es hat uns großen Spaß gemacht, den ganzen Team. Und wir wünschen euch viel, viel Erfolg und dass mehr Leute sich dafür begeistern. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, danke euch. Ciao. Ein dreifacher Zumumba!